Wie man, glaube ich, unschwer bemerken kann, sehe ich aus wie ein Igel. Darauf musste ich auch schon in der Schule ein paar Mal hingewiesen werden. Aber gut, man ist ja selber schuld. Deswegen möchte ich heute mal versuchen, meine eigenen Haare selber zu schneiden. Dafür habe ich mir jetzt hier schon einen wunderbaren Koffer hinzugelegt mit den ganzen Utensilien, die wir heute brauchen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich hatte mir mal vor einiger Zeit ein Video darüber angeguckt, wie man sich die Haare schneidet. Da hieß es dann, ja, einmal mit verschiedenen Schichten machen, einmal mit einem großen Aufsatz mit zum Beispiel 12 mm, dann 9 mm und dann halt schließlich 6 mm. Einmal dann hoch und dann soll das Ganze dann erstmal perfekt an den Seiten sein. Oben gucken wir dann gleich noch weiter. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit 12 mm an und gucken so, wie das Ganze wird. So, oh, ich kann gar nicht hingucken. Ach du Scheiße. Ich kann's nicht glauben. Mir fällt gerade auf, ich weiß gar nicht, wie ich das hinten machen soll. Da sehe ich das ja gar nicht. Oh. Sehe wieder kaum was. Und ich sehe, die Kamera ist überbelichtet. Das wird schlimmer sein als ein Igel. Also mein Ziel ist es ja, insgesamt dann 6 mm hier an den Seiten zu haben, dann hier so einen schönen Übergang hinzukriegen. Falls ich jetzt hier richtige Friseure zugucken habe, ihr könnt gerne mal bewerten, wie ich das Ganze mache. Ah, das fühlt sich scheiße an. Ah. Ich muss gerade immer stehen, das vergesse ich immer. Ey, ehrlich, ich finde, bisher sieht es gar nicht so schlimm aus. Ich würde sagen, wir wechseln zum 9 mm. Ui, und los. Ich hätte auch übrigens hier so ein Tuch. Nur ich krieg das nicht richtig bei mir befestigt. Das Coole wäre auch, wenn ich jetzt hier nochmal so irgendwie so einen Spiegel für hinten hätte. Denn ich sehe hinten halt wirklich gar nichts. Halt wirklich gar nichts. Wie soll ich denn wissen, wie das jetzt aussieht? Ich meine, Kamerabildschirm ist ein bisschen kleiner für, da sehe ich auch nichts. Ich könnte das Handy damit verbinden. Einen Moment. Ha, jetzt habe ich euch hier auch hier drauf. Stelle ich mir das hier so hin, falsche Richtung, hier. Und jetzt sehe ich immer noch nichts. Ja, toll. Meine Fresse. Das ist so ein übelster Kacker-Übergang. Ah. Scheiße. Seht ihr diese Scheiße? Ah. Egal, komm, wir kommen nicht drum rum. Wir machen jetzt direkt final die 6 mm. Seht ihr das? Der 6 mm Aufsatz. Oh mein Gott. Oh. So, jetzt wieder die Handyfunktion hier. Oh, ich hätte zum Friseur gehen sollen. Oh, wie sehe ich denn aus? Was bin ich? Ich meine, ist gutes Licht. Ja, das wird schön cinematisch und alles, aber... Oh, ich wollte nicht auf meine Freunde hören, die mir gesagt haben, Ben, lass es. Lass mich lieber die Haare rasieren. Lass mich dir helfen. Aber ich wollte nicht hören. Tim? Bruderherz! Komm mal bitte gleich runter! Du musst mir jetzt helfen. Sieht das hier hinten gut aus oder scheiße? Was machst du da? Ich rasiere mich selbst. Rot ist es da. Rot ist es da? Hier und da. Sind das platt rasierte Dinge, also wirklich weg? Soll ich Foto machen? Ja, bitte, mach mal Foto. Was hab ich denn da gemacht? Waren da vorher Haare? Sieht übelst aus. Jetzt habe ich's vermasselt. Jetzt habe ich's vermasselt. Jetzt habe ich zu viel abgeschnitten. Ah. Ah, das war gerade so ein schöner Übergang. Nein. Wie sieht das denn jetzt aus? Guck dir mal diesen Strich hier an. Ah! Ich bin so dumm. Was habe ich hier gemacht? Scheiße. Einmal Glatze. Ah! So, jetzt machen wir nochmal, wie beim richtigen Friseur, nochmal hier so die Kanten mal so ein bisschen eckiger. Wie macht man das jetzt hier? Also, da nimmt normalerweise auch nochmal so einen richtigen. Aber wie macht jetzt hier so? Hoffentlich schneide ich mich jetzt hier nicht. Das sieht ja scheiße aus. Nee, da brauche ich ein richtiges Rasiermesser für. Haben wir hier sogar. Was ist das denn für ein Scheiß? Ich sag euch, das ganze Video wird zum Horrorvideo. Jetzt gucken wir mal. Oh mein Gott. Ehrlich, links ist gut geworden. Rechts weiß ich noch nicht. Rechts ist zu viel. Alter. Ey. Ich werd Friseur. Das macht man nicht, nee. Noch drauf, aber ich brauche einen richtigen Rasierer dafür, weil man macht das ja auch nochmal so hinter den Ohren. Jetzt habe ich hier so eine Linie drin. Oh.
Ein normaler Mensch würde jetzt in dieser Situation wahrscheinlich erstmal abbrechen und sagen, ich höre jetzt auf, ich bin ein vernünftiger Mensch und ich lasse das Ganze jetzt noch vom Friseur beenden. Ich bin nicht so einer. Wir machen jetzt weiter. Jetzt nämlich mit oben. So, wie macht man das jetzt normalerweise? Ich sehe immer nur, die Friseure machen dann irgendwie so, machen erstmal so, irgendwie mit der Kamera drüber noch irgendwie dann so. Machen das ohne Kamera. Das sieht man noch nicht mal. Das ist alles schief. Also ehrlich, schlimmer könnte es sein, ne? Also gut, also das ist ein bisschen doofer Übergang hier. Also ich würde sagen, es besteht gar kein Übergang, aber echt klarer Hinweis an euch da draußen. Macht das nicht nach. Oder ihr macht ein YouTube-Video, dann ist das natürlich alles okay. Ey, wir fahren in den Osterferien in die Türkei. Ich weiß nicht, ob ich da so hin möchte. Ich wollte eigentlich super schöne Videos jetzt drehen. Aber ich muss auf so eine dumme Idee kommen, mir selbst die Haare zu schneiden. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wie so einem Horrorfilm, ey. Ja, nein, ja, nein. Ach, guck mal, auf den ersten Blick, mit ein bisschen Abstand und ein bisschen sehr, sehr viel Abstand, sieht das doch gar nicht so schlecht aus. Komm zu mir, ich mach das Ganze für einen halben Preis. 5 Euro nur. Bei mir gibt's keine Garantie. Bei mir gibt's kein Geld zurück. Also irgendwie macht mir das aber auch ein bisschen Spaß, ne? Aber ehrlich, so könnte man sich doch Geld sparen, ne? Also, so hätte man noch mal 15 Euro im Monat mehr. Guck mal, das ist ganz schön viel Geld. Wenn man das auf längere Zeit anspart, dann kann man damit sich da schon einiges Fotoequipment mitkaufen. Sagen wir mal, man macht das Ganze jetzt so über ein halbes Jahr, ein Jahr. Dann hätte man pro Monat 15 mal 12, einen Moment, 180 Euro. Und das ist doch viel. Also da, so ein, wie viel kostet momentan so ein Sony 28mm 2.0? 350 Euro, ne? Gebraucht könntest du dir da schon eins leisten. Unten könnte ich nochmal was machen. Genau, das machen ja echte Friseure auch immer. Ey, stellt euch vor, das Video läuft jetzt so gut, ich krieg darauf so viele Aufrufe und ich mache jetzt nur so welche Videos. Stellt euch das mal vor, hinterher schminke ich mich mal. Ich muss mal eben gucken, was ich morgen in der Schule habe. Ach, Englisch, das trifft sich ja gut. Da werden bestimmt keine doofen Kommentare fallen. Und wie sieht's hinten aus jetzt hier? Da hinten habe ich nämlich, glaube ich, nichts gemacht. Besser. Besser? Ja. Ich werde Friseur. Das hätte im Schlamassel enden können. Und jetzt mache ich hier so eine Profi-Frisur. Was habt ihr eigentlich mit Photoshop der künstlichen Intelligenz gemacht, als die rausgekommen ist? Ich meine, da habt ihr doch bestimmt irgendwie komische Sachen ausprobiert. Was ich getan habe, ist mir erstmal eine Glatze zu machen per Photoshop. Das sah voll krass aus. Ich fand, das hat sich wirklich, das war wirklich cool. Hab das dann in die Klassengruppe geschickt und hab dann gesagt, ja, hier, ich hab mir eine Glatze geschnitten. Hab dann noch ein zweites Bild reingeschnitten, also reingeschickt in die Gruppe, mit Haar, wo ich lockige Haare hatte. Hab dann gesagt, ja, das Haarwachstumsmittel meines Vaters ist wirklich wirksam. Also viele haben es auf den ersten Blick nicht geglaubt, was ja auch klar ist, irgendwie Photoshop. Aber manche mussten danach auch nochmal genauer nachfragen und gesagt, ey Ben, hast du das jetzt wirklich gemacht? Fand ich schon cool. Ich finde, fürs erste Mal, ohne Video, nur bei den Seiten, musste jetzt irgendwie gerade hoch und so, finde ich, ist das gar nicht mal so schlecht geworden. Also, das geht schlechter. Ich hatte doch nur eine grandiose Idee. Ich mache einfach Wasser in die Haare und kann dann jetzt genau sehen, wo noch etwas absteht. Und hier haben wir noch was. Das war also genau richtig. So, jetzt aber ab in die Dusche und dann gleich zu dem Ergebnis. 48 Minuten sehe ich gerade nämlich auf. So, also das ist das Ergebnis. Ich muss sagen, ich bin zufrieden. Also fürs Erste, für Schule wird es reichen und ich glaube, ich habe erstmal einen ganz guten Job getan. Ich bin zufrieden. Ich glaube, ich werde das jetzt immer machen. Kann man sich ja auch immerhin ein bisschen Geld noch sparen mit. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, Mann. Aber da, ich verabschiede mich. Ciao.